Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Never Alone. Wir haben beim letzten Mal schon so einiges mit Nuna erlebt. Sie war ziemlich oft auf der Flucht, musste sich dann aufs Treibeis flüchten und ist dann in einem Wal aus Eis gelandet, irgendwie so. Jedenfalls lebendige Eishöhlen, sowas in der Art. So sah es zumindest aus. Und wie es damit weitergeht, nachdem wir uns dort rausgekämpft haben, das schauen wir uns jetzt an. Los geht's. Eines Tages fragte er sich, warum nur ist das Wetter eigentlich so? Okay, wir sind in einem neuen Gebiet angekommen, ein Küstendorf also. Schauen wir es uns doch mal an. Vielleicht lebt hier ja sogar noch mal jemand. Wäre doch schön. Gut, ich muss nur noch mal kurz die Steuerung schauen, weil jetzt doch schon wieder 2 Tage vergangen sind. Oder auch etwas mehr, seit ich gespielt habe. Genau, so komme ich hier hin. Alles klar. Gut, sollte eigentlich alles soweit klar gehen. Genau, das ging so. Okay, los geht's. Wechseln wir mal auf Fuchsi. King Island. Na dann. Komm, Nuna. Hier sieht's aber auch nicht wirklich gut aus, ne? Ist etwa der schreckliche Mann hier auch schon da gewesen? Na, wir schauen mal. Alles zerstört. Schaffst du das, Nuna? Ja. Also tatsächlich, der schwarze Mann, sage ich schon, der schreckliche Mann ist ja auch da gewesen. Oh. Das war, glaube ich, nicht so gut. Okay, wir versuchen mal mit Fuchsi hier irgendwas zu erreichen. Ah, ich sehe schon. Wunder der Schwerkraft. Okay, jetzt können wir mit Nuna hier hinten nochmal lang. Jetzt sollte das doch funktionieren. Hüpf. Gut, dass das Ding nicht noch weiter nachgibt. Na gut. Mal sehen, ob hier wirklich gar niemand mehr da ist. Oder ob wir nicht vielleicht doch noch irgendwas hier entdecken können. Was uns hilfreich wäre oder vielleicht auch was uns angreifen möchte. Kann ja sein. So, gehen wir mal mit Nuna hier hoch. Ich spiele mit Fuchsi weiter. Insofern ich mit Fuchsi denn weiterkomme. Sieht bald gar nicht danach aus, als ob mir Fuchsi irgendwie helfen könnte dabei. Na gut. Ah, welche Taste war das? Die. Okay. Ah, das hängt miteinander zusammen. Alles klar. Na gut, das reicht schon. Halt! Nicht einfach wieder abhauen hier. So. Gut. Jetzt muss ich bloß noch schauen, komme ich von der Seite hier hoch? Fuchsi, mach mal mit. Nee, ne? Muss erst wieder mit Nuna verschieben hier. Wenn Fuchsi nicht im Weg sitzt, natürlich. Jetzt. Nein, bleib mal drauf. Ach Mensch, Fuchs. Ist es denn wahr? Hops und zack. Oh nee, es reicht nicht. Na gut, dann gehe ich mit Fuchsi einfach weiter. Mal sehen, ob wir vielleicht so irgendwie was erreichen können. Gibt hier wieder was nach? Nee. Hm. Tja, nun dann. Weiß ich auch nicht. Also mit dem Fuchs kommen wir jetzt auf jeden Fall weiter.
Gibt's hier drüben ein Seil, das wir runterlassen können? Irgendwas? Ich weiß gar nicht mehr, welche Taste das ist hier. Mit dem Fuchs. Da muss ich mal ganz kurz nachschauen gehen. Und zwar in dem Opciones. Die Taste zum Seil runterlassen. Ich weiß nicht, ob da eins ist, das sieht man so schlecht. Aber könnte ja sein. So, Steuerung. Schauen wir mal. Links-Shift interagieren. Gut, das scheint das zu sein. Links-Shift interagieren. Dann gibt es dort offenbar nichts. Na gut. Nein, du solltest nicht runterspringen. War schon richtig so. Okay, wenn ich vielleicht einfach mit Fuchsi weitergehe. Zumindest mal die Eule vertreiben da oben. Ach, das geht. Ich komme mit ihr da ran. Ja, warum sagt mir das denn keiner? Na sowas. Nordlichter, ein neues Video. Oh. Die sind ja abgefahren. Tun die mir eigentlich was? Nee, ne? Ich glaube nicht. Na, hoffen wir mal, dass das so bleibt. So richtig vertrauenserweckend sehen sie nicht aus, finde ich. Oh, sie tun mir doch was. Hilfe! Gut, genau das wollte ich testen. Wir müssen also aufpassen, dass wir den Nordlichtern nicht in die Finger geraten. Oh, was? Wieso bist du gesprungen? Das war jetzt nicht der Plan. Okay, lass nochmal machen. Ich will trotzdem mit Fuchsi weiterspielen. Wir bleiben einfach mal hier unten. Gut, dann wissen wir jetzt, dass wir vor den Nordlichtern höllisch aufpassen müssen, weil sie uns sonst in die Tiefen der Nacht entführen wollen. Komm, Luna, schneller! Nicht, dass er dich erwischt. Warum sind die denn so böse, die Nordlichter? Finde ich gar nicht nett. So. Dann müssen wir eben... der macht dort lang. Das finde ich ja unfair. Dann müssen wir eben ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Was soll's? Okay, ich spiele mal wieder mit Luna. So, jetzt schauen wir uns das Ganze erstmal an hier. Er macht da drüber. Okay. Aber jetzt sollten wir doch hier lang können, ne? Ja. Alles gut. Okay, schnell weiter, los. Ach nee, Mist, ich muss ja hier hüpfen, ne? Hüpf. Und schnell noch rüber. Ja, dankeschön. Okay, mit Luna warte ich lieber erstmal. Ich weiß auch gar nicht, wie ich mit ihr jetzt weitermachen soll, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich kann auch noch gar nicht mit ihr weiter. Nö, hier ist wieder nichts zum Runterlassen. Probieren wir es einfach mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Probieren wir es doch mal hier drüben. Hier bricht nichts weg. Okay, aber dort oben ist noch was. Ja, wie komme ich denn... Fuchsi kann sich ja nicht an die Seile hängen, ne? Moment, jetzt müssen wir mal hier schauen. Wenn ich jetzt mit ihr da dran springe, ich gehe erstmal kurz hier rüber. Geh mal in Deckung, bitte. Wenn ich jetzt mit ihr da dran springe, kann ich noch ans nächste Seil schwingen. Und dann hänge ich da. Kann ich mit Fuchsi irgendwie hier hoch? Nicht wirklich, ne? Wie komme ich denn da hin? Das war jetzt nicht gedacht so. Das fand ich jetzt nicht so nett. Oh je, wie geht denn das dort weiter? Na gut, machen wir erstmal wieder mit dem Fuchsi nach oben. Soweit ist ja erstmal alles ganz gut. Ich will natürlich auf jeden Fall wieder das Video dort drüben haben mit der Eule. Also, beziehungsweise ich will die Eule mit dem Video haben, so herum. So, kann ich hier vielleicht irgendwie das Seil ein bisschen länger machen oder so? Nö, ne? Hm.
Kompliziert, kompliziert. Geht hier noch irgendwas weiter? Nö. Verschwinde. So, ich kann ja aber auch nicht... Ja, jetzt hänge ich wieder hier. Wie komme ich denn da drüben ran? Ach, ich kann noch mit Luna hier hochklettern. Ich Vollhorst. Ja, manchmal, da fallen einem die einfachsten Sachen nicht ein. Und hüpf. So. Ach, komm schon, durch das Holz durch. Das war jetzt nicht... Das ist unfair. Das finde ich gar nicht nett. Ach, Mann. Das war fies jetzt. Oh nein, oh nein, oh nein. Och Mensch. Ich mag die Nordlichter nicht. Die sind doof. Die sind echt nicht nett mit mir. So was Fieses. Komm schneller. Beeilung, kleiner Fuchs. Eile dich. Habe nicht den ganzen Tag Zeit. So, jetzt. Nee, nein, 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 nein. Geh doch mal runter, bitte. Bevor das Nordlicht wiederkommt. Jetzt. Darf ich? Danke. Und zack. Und nach oben. Dass der dort aber auch genau durch das Holz durchmacht, ist echt unfair, ne? So, nochmal. Der fliegt doch bloß so einen ganz kleinen Kreis. Eule und weg. Jawohl. Der Monat der Nacht. So, aber was bringt's mir denn hier zu sein? Also ich meine, wir sind jetzt oben natürlich, ne? Kommen wir jetzt hier drüben irgendwie weiter? Scheint wohl so. Na gut, dann warten wir mal kurz, bis der Typ wieder durch ist. So. Und dann ganz schnell weg von hier. Gut, geschafft. Schwere Geburt. Und jetzt fängt es auch noch an zu stürmen. Na toll. Das kann ja nur super werden. So, drüben können wir es nicht weiterschieben. Muss ich das denn auf diese Plattform ziehen? Auf die Waage sozusagen? Ja, genau so dachte ich mir das doch. Nicht runterspringen, Luna. Das hilft uns dann auch nicht weiter. So, ich gehe noch mal kurz da drüben schauen, ob hier vielleicht noch irgendwas ist für uns. Nee. Aber wir könnten von hier aus weiter nach oben klettern. Weiß nur nicht, ob das für uns nützlich ist. Nein, oh Fuchsi. Willst du mich denn verarschen? Bist du denn lebensmüde? So, ah, hier oben haben wir was. Hier können wir auch wieder ein Seil runter machen, ne? Ja, genau. So dachte ich mir das doch. So, jetzt müssen wir bloß mal mit dem Licht hier oben schauen. Lass mich schön in Ruhe. So, jetzt aber schnell. Und hops. Gut. Das hat doch soweit funktioniert. Oh. Ups. Ey, war das jetzt gut so, dass ich gleich hinterher gesprungen bin? Scheint wohl so. Na gut. Dann schieben wir das Ding mal hier runter. Ups. Gut, dass das schwerer ist als das andere. So ein Glück. Okay. Fuchsi. Oh, alles gut. Okay, wir haben es geschafft. Bis hierhin zumindest erstmal. Oben links sollten wir noch nicht hinkommen, würde ich denken. Ne? Das ist noch nicht erreichbar für uns. Huah! Sag mal! Bei der spinnen sie wohl! Oh Gott. Ja, das war jetzt etwas sinnfrei, das gebe ich zu. Ich war noch so im Flow drin gerade beim Rennen. Da war es dann zu spät. Okay, das Ding schwingt erstmal fröhlich vor sich hin dort. Ha! Nicht doch, nicht doch, nicht doch. Halt! Nun, ha!
Oh Mann, ihr seid gemein. So, ich spiele aber weiter mit dem Fuchs hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Schneller! Hat gereicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass ich auch noch Babysitter für Nuna spielen muss, während ich mit dem Fuchs hier Kunststücke vollbringe, oder? Ich meine, ich kann ja nicht sagen, dass sie hier zurückbleiben soll. Das ist das Doofe. Das geht ja nicht. Hm. Blöd, blöd, blöd. Hops. Das ist ja schrecklich hier. Wer bringt denn hier diese ganzen Gespenster an? Jetzt muss ich aber gerade mal schauen, ob wir nicht vielleicht doch da drüben hochsteigen können. Irgendwie hier so. Nee, da komme ich nicht hin, ne? Nee, keine Chance. Na gut. Nuna, kommen Sie. Das kann ja heiter werden hier. Auf dem Boden mit euch. So, und jetzt folgt mir sofort. Nein, nicht wirklich, oder? Gleich beide. Beide fressen für die Lichter geworden. Naja, gut. Wenn ihr meint. So, jetzt aber ganz schnell. Hops. Och, ich werde hier wahnsinnig. Das ist ja schrecklich. Wie soll ich das denn machen? Also ich meine, es ist okay, wenn man einen da durchbringen muss. Aber wenn man dann auch noch schauen muss, dass der andere nicht davon erwischt wird, das ist schon ein bisschen blöd, finde ich. Das lässt sich so... Ich meine, ich kann da drüben auch nicht reinschauen. Das heißt, es lässt sich überhaupt nicht abschätzen, das Ganze. So, hops. Nuna kommt nicht mit. Vielleicht machen wir es mal so, dass ich jetzt mit ihm... Ach nein! Der bewegt sich auch noch genau so. Ach du Schande. Das wird auch nicht besser da hinten dann, ne? Na, großartig. Kann ja nur super werden. Nuna, komm schon mal hier ran. So, der macht hoch. Wir machen rüber. Hops, und du auch. Oh nein! Nuna ist so schwerfällig. Das gibt's ja gar nicht. Ach je. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis ich das hinkrieg. So, Geist durch. Zack. Und los. Komm, schneller. Du gleich bist dort hin. Na, sie schafft das nicht. Sie schafft das nicht. Aber zumindest Hundi steht, Hundi sage ich schon wieder, Fuchsi steht dort ganz gut. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht, die Erkenntnis, dass der Fuchs dort ganz gut aufgehoben ist. Vielleicht schaffe ich es ja dann mit ihr auf dem Ding dort zu warten noch eine Runde. So, hops. Und zack. Du gehst dorthin. Nein, Nuna, bleib doch stehen. Warum tust du das? Warum springst du von dir aus in den Tod? Also wenn ich das mache, dann ist das ja okay, aber warum machst du das von dir aus? Ach Mensch. Okay, dann machen wir es einfach mal mit Nuna. Vielleicht klappt es so rum ja besser. Weil Fuchsi ja doch ein bisschen agiler ist und dann besser folgen kann. Ja, so geht's. Natürlich. Warum auch nicht. Spielen wir lieber mit Nuna weiter. Weil Nuna es allein nicht auf die Reihe kriegt. Höh, nicht doch. Lass mich in Ruhe. So, haben wir es denn dann jetzt? Schnell weg hier. Oh je. Oh Mist. Hier bricht aber alles zusammen. Das war schon ziemlich knapp gerade. Muss man mal so... Was macht denn der Fuchs? Muss man mal so feststellen, dass es ziemlich knapp war. Und ja, mit dem Fuchs weiß ich auch nicht, was er da macht. Alter, die
Legen es aber auch echt drauf an, wow! Abzustürzen, wollte ich sagen. Was war das denn gerade? So, kann ich auch von der Seite hoch? Ja, sehr gut. So, aber ich muss ja mit dem Fuchs weitermachen, glaube ich, ne? So, einmal so. Ich hoffe, Nuna bleibt unten stehen. Okay, hat funktioniert. Ach du Schande. Hier ist ein Wind. Der ist ja Wahnsinn, der Wind. Okay, wir können wieder. Schneller, Nuna! Bevor der Wind zurückkommt. Okay. Alles gut, alles gut. Wir sind dabei. Aha, und jetzt? Ich bleibe erstmal ein bisschen in Deckung. Ich schaue erstmal, ob der Wind vielleicht irgendwie mitspielt. Sieht momentan aber nicht danach aus. Ach du Schande. Ach so, natürlich. Okay, macht Sinn. Okay. Ja, warum nicht? Aber Nuna ist nicht mitgehüpft. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich kann ja nicht beide hüpfen lassen. Oh Mann. Ihr meint's echt nicht gut mit mir. Ich glaube, ich spiele wirklich mit Nuna weiter. Sie kriegt's als NPC einfach nicht auf die Reihe, dann mitzukommen, wenn ich hier wirklich mal schnell machen muss. Habe ich so das Gefühl zumindest. So, ich hoffe, mit Fuchsi geht das besser. Schauen wir mal. Ist aber auch ein bisschen abgefahren hier, wenn wir auf dem Ding surfen, ne? Sehr gut. Das lief doch schon besser. Okay. Ah, Fuchsi kommt von alleine mit, das ist schön. Und mal wieder helfen uns die netten Naturgeister hier aus der Patsche. Das ist doch schön. Auch wenn ich nicht so richtig weiß, was das für Tiere darstellen soll. Irgendwelche Vögel, das ist klar. Irgendwelche Seeadler vielleicht? Wow! Fuchsi! Fuchsi! Oh nein! Vergiss es! Nein! Alter, ist das ein Arsch? Das gibt's ja nicht. Der bringt den Fuchsi einfach um. Ist ja nicht wahr. Und das ist auch noch vom Spiel so gewollt. Ich dachte, ich habe jetzt was falsch gemacht. Der hat den Fuchs umgebracht. Die Sau. Oh Mann. Okay, jetzt muss er erstmal irgendwelche Videos anschauen. Erstmal ein bisschen runterkommen wieder. Der hat den Fuchs umgebracht. Ich fass es nicht.